Man hört das Wort Jesu, liebe Schwestern und Brüder, und es entsteht eine Spaltung. Vielleicht lassen wir uns noch ein wenig weiterführen von den Worten, die Adrien von Speyer hier zu unserem Evangelium schreibt. Alle drei Gruppen vertreten ihre Meinung mit dem, was ihnen gemeinsam ist. Mit Lauheit. Ihr Glaube, ihr Unglaube, ihre Zweifel sind alle gleich kraftlos. Sie leben gerade so weit, dass sie geäußert werden können, aber sie haben nicht die Macht, andere zu überzeugen, sie selbst gegen andere zu behaupten. Sie sind im Grunde nur die verschiedenen Teile und Ansichten des allgemeinen Geredes. Niemand ist von diesen Ansichten erfüllt, niemand von ihnen befriedigt, auch nicht jene, die im Herrn den Messias erblicken. Keiner ist wirklich von dem berührt, was er sagt. Alle sind sie geistesmüde. Das ganze Gerede ist gespenstisch und welk. Vom Wesen des Herrn haben sie keine Ahnung und wollen es letztlich auch nicht. Darum haben sie auch keinesfalls die Kraft, die Kirche so zu verwirklichen, wie der Herr sie sieht und wie er sie gestalten möchte. Sie gehen vielmehr alle von vornherein in Sekten auf. Sie bringen es nicht zur Einheit, sondern nur zu schwächlichen Ballungen, die gegeneinander streiten. Aber auch so gehören sie zur späteren Tradition. Auch nach Pfingsten werden sie noch da sein. Manche von ihnen werden vielleicht in der Kirche ein wenig mitmachen, aber ohne ihre kleine Privatmeinung aufzugeben. Sie gleichen einer Versammlung von Philosophen, deren jeder sein eigenes System besitzt, das er vage vertritt, ohne die Kraft, sich damit den anderen gegenüber zu behaupten. Das Sichtbarste an diesen Menschen ist auf jeden Fall der Zwiespalt. Sie bilden die Einheit des Geredes, indem sie untereinander getrennt sind. Sie sind nicht das Böse, das der Herr hasst. Sie sind zum Teil sogar wohlmeinend. Aber sie sind lau. Auch wenn schon alt, wir sehen an diesen Bemerkungen, unser Evangelium ist doch irgendwie immer aktuell.